Nächste Frage hat der Reitschuster. Hallo, vier Bundespressekonferenzen gab es heute hier im Haus der Bundespressekonferenz. Es war also ein langer Montag, das war den Wahlen geschuldet. Die Linken waren da, die Grünen mit Annalena Baerbock, die AfD war da und zuletzt waren die Wahlforscher hier. Ein paar persönliche Eindrücke, ich habe zwei von diesen Pressekonferenzen habe ich bestellt bei RTL. Die leisten wir uns, da werde ich jetzt auch ausführlich etwas bringen davon und Sie können die auch auf dem Unterstützerkanal in ganzer Länge ansehen. Ein paar Eindrücke vorab. Es war erstaunlich, wie sich die AfD-Politiker direkt auf der Tribüne, ja, sie haben sich nicht gestritten, aber man hat sich behäkelt und dann teilweise auch in der Mimik gezeigt, dass man nichts davon hält, was der andere sagt. Das war sozusagen gefundenes Fressen für die Kollegen. Also da hackt es gewaltig offenbar im Moment intern. Ja, gehört bei einer Demokratie auch dazu. Eigentlich ist es erschreckender, wenn in Parteiführungen nicht gestritten wird, aber da ist in Deutschland die Einstellung eine andere. Dann ein paar Eindrücke von Annalena Baerbock. Das war ganz witzig. Ich war hier gerade austreten und komme zurück und dann läuft sie und habe ich mir fast in die Arme. Das war witzig. Habe ich auch noch ein paar Bilder, wo ich dann nach vorne gelaufen bin, weil ich kann ja die Kamera nicht direkt ins Gesicht halten. Und Frau Baerbock wirkte zunächst, auch als die Kamera noch aus war, etwas, wie soll ich das sagen, also sehr also etwas K.O. und auch traurig. Also sie wirkte so, als ob sie etwas, wie soll ich das sagen, niedergeschmettert ist. Wenn die Kameras dann an sind, dann ist das nicht so deutlich zu sehen. Also gut, ich will jetzt keine Hobbypsychologie betreiben. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie das etwas angefressen hat und dass sie sich diesen Tag heute hier hätte anders vorgestellt. Sie hätte ja hier als mögliche Kanzlerin ins B antreten können und das ist nun doch nicht erfolgt. Ich mache es jetzt so weiter, wie ich es gemacht habe, als ich online nur teilgenommen habe. Ich mache jetzt die Kommentare aus dem Off und dann schalte ich mich erst zum Schluss wieder rein. Ja, fast hätte ich gesagt, genießen Sie es. Ja, zu genießen ist da nicht viel. Spannender Moment übrigens, als ich Habeck, er wollte schon nicht antworten, fragte nach diesem Dilemma, dass entweder die FDP oder die Grünen Harakiri begehen müssen. Und er hat sich dann mit einer etwas utopistischen, in meinen Augen Aussage da herausgeredet. Sehr, sehr spannend. Also heute wirklich wichtig, was da war. Bis später. Frau Baerbock, Sie haben eben gesagt, der Wahlkampf habe deutlich gemacht, dass es eine Sehnsucht nach Erneuerung gebe. Woraus leiten Sie das ab? Und haben Sie, also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, haben Sie die Frage jetzt geklärt, wer von Ihnen Vize, Kanzler oder Kanzlerin würde in einer Regierung und Sie wollen nur nicht darüber sprechen? Oder ist es eine offene Frage? Zur ersten Frage. Wir waren ja in über 100 Orten unterwegs, auf Marktplätzen, aber auch an Schulen, an Nachbarschaftszäunen, wo in jedem Gespräch deutlich geworden ist, dass viele Menschen nicht mehr verstehen können, dass all das, was eigentlich möglich ist, nicht nur klimaneutral zu werden, sondern auch in Kitas, in Schulen, in Krankenhäusern, dass das nicht angepackt wird. Und dieser Wunsch nach Erneuerung, der ist wahnsinnig groß. Das mag Frau Baerbock ja subjektiv so erfahren haben. Allerdings sind die beiden Parteien, die jetzt in der Regierung sind und die das zu vertreten haben, was Frau Baerbock beschreibt, bei diesen Wahlen zusammen auf über 50% gekommen. Das ist das Wahlergebnis, das sind die blanken Fakten. Wir haben, und das ist das, was uns schmerzt, diese Dynamik nicht in Wählerinnen und Wählerstimmen umsetzen können, dass wir eine Regierung anführen. Aber das bedeutet ja nicht, dass das Satt sein vom Status quo, vom Wegducken irgendwie verflogen ist, sondern die Menschen in diesem Land wollen besser regiert werden. Und das ist unsere Verantwortung und unser Anspruch, das jetzt in die nächste Bundesregierung mit einzubringen. Nochmal, die Menschen wollen besser regiert werden, wählen aber mehrheitlich diejenigen, die sie jetzt schon regieren. Schwierig zu erklären. Und das ist der Auftrag, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch wenn wir das jetzt in anderer Rolle sind, als wir das ursprünglich geplant haben. Ja, und in solchen Momenten glaubte zumindest ich, eine gewisse Bitterkeit bei Frau Baerbock entdeckt zu haben, die wohl doch davon ausging oder davon träumte, heute als künftige Kanzlerin vor die Presse zu treten.
als Parteivorsitzende gemeinsam mit einem Sondierungsteam, was wir die nächsten Tage verkünden werden. Und alle weiteren Personalfragen kommen dann zu Ihrer Zeit. Zusatz? Ja, mit Blick auf die Sondierung, die Sie gerade noch mal erwähnt haben, was kommt denn bestenfalls, und also die andere Frage, sprechen Sie parallel mit SPD und FDP? Es klang jetzt eben ein bisschen so, also FDP ist ja bekannt, aber parallel auch mit der SPD schon? Ich gehe davon aus. Die nächste Frage, Herr Reitschuster. Eine Verständnisfrage, Frau Baerbock. Sie haben gesagt, klarer Auftrag für Veränderungen. Auf Nachfrage sagten Sie, das haben Sie aus Gesprächen im Wahlkampf bekommen. Das Wahlergebnis ist ja aber so, dass die regierenden Parteien eine Mehrheit haben. Also ist ja, können Sie erklären, wo da der Auftrag für die Veränderung ist? Und die zweite Frage, das Dilemma, wenn Sie mit der CDU zusammengehen, ist das für Ihre Wählerschaft eine riesige Zumutung, umgekehrt bei der FDP. Wenn sie zu Scholz geht, ist es für deren Wählerschaft eine riesige Zumutung. Sehen Sie da irgendeinen Ausweg aus diesem Dilemma? Wer beißt da in den sauren Apfel? Wie wollen Sie das den anderen schmackhaft machen? Also ich sehe es nicht. Vielleicht haben Sie das Ei des Kolumbus. Danke. Auf die erste Frage, das sieht man ja auch an allen Befragungen, die stattgefunden haben. Was sind die wichtigsten Themen in diesem Land? Was erwarten die Menschen eigentlich von der neuen Bundesregierung? Auch wenn uns leider all diese Menschen nicht komplett gewählt haben, sind die Erwartungen klar und deutlich, dass Deutschland eine Modernisierung braucht, dass wir in diesem Land dafür sorgen müssen, dass die großen, großen Fragen auch der sozialen Gerechtigkeit, das ist eines der zentralen Themen, weswegen Menschen ihre Wahlentscheidung bei dieser Wahl getroffen haben, dass die angegangen werden, gerade nach anderthalb Jahren Pandemie. Und einer Partei, die genau dafür, für diese Erneuerung angetreten ist, kommt bei so einer Regierungsbildung eine entscheidende Rolle zu. Ja, so sehen wir unsere Verantwortung als Grüne, auch wenn wir uns erhofft und gewünscht hätten, dass sich das in den Stimmen auch noch etwas deutlicher ausgetragen hätte. Ach so, die haben mich angeguckt. Das ist so, wie Sie sagen. Die Partei, die in klassischen Termini gesprochen, die so meiner Ansicht nach nicht mehr existieren, das Lager wechseln muss, hat die größere Zumutung zu tragen. Das ist völlig klar, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir sind ja 2017 in eine Jamaika-Koalition eingestiegen, die einen guten Koalitionsvertrag hatte. Ich weiß aber, dass ich auf dem Parteitag gesagt habe, kann sein, dass wir jetzt gerade eine Entscheidung treffen, die uns in den Abgrund führen wird. Und vielleicht sind wir in 5 Jahren nicht mehr da, weil wir jetzt quasi das Lager wechseln, in Anführungsstrichen. Ich glaube nur, dass diese Lagerwelt nicht mehr die Wirklichkeit repräsentiert. So ist das Land nicht mehr. Wir haben nicht mehr ein linkes und ein rechtes Lager, sondern es gibt auf der Landesebene ja schon lange zu besichtigen die kunterbuntesten Formen von Bündnissen. Und die Gesellschaft ist auch kunterbunter geworden. Und die politischen Einstellungen gehen quer durch Familien, Freundschaften, Freundeskreise und Arbeitskollegien durch. In gewissem Sinne holt ja Deutschland gerade das nach, was sich als gesellschaftliche Veränderung in den letzten 18 Jahren, 20 Jahren ereignet hat. Trotzdem ist natürlich die politische Voreinstellung so, wie Sie gesagt haben. Die Antwort kann ja nur sein, dass jede Partei sich in dem Bündnis wiederfinden muss. Also, und deswegen haben wir gestern Abend immer betont, und das ist wichtig zu verstehen, dass Rot-Grün zwar eine gewisse politische Nähe hat, aber die Ampel nicht Rot-Grün plus ein bisschen gelben Kitt ist, weil die Zahlen einfach nicht reichen, sondern eine Ampel, und das würde respektiv auch für Jamaika gelten, folgt einer komplett eigenen neuen Logik. Jede Partei muss das Bündnis aus sich selbst heraustragen. Das zu verstehen, ist der erste Weg, überhaupt dazu zu kommen, so ein Bündnis angehen zu können, schmieden zu können. Wenn man mit der Schere im Kopf losläuft, es gibt ein Lager, und das hat jetzt nicht ganz gereicht, und jetzt muss die eine Partei quasi den Verrat am anderen Lager begehen, dann kann man es auch gleich sein lassen. Es muss was Neues entstehen. Und dieses neue Entstehen ist kompliziert, aber natürlich auch extrem reizvoll. Es könnte schlimmere Antworten für Deutschland geben, als das, was Neues entsteht in einer neuen Zeit. Es könnte ja auch geradezu eine Verführungskraft haben, Politik attraktiv zu machen. Ist eine harte Übung, mit vielen Zumutungen verbunden, auch nochmal neu nachzudenken, wie Debatten, Wahlkämpfe in der Vergangenheit geführt wurden, wen man in der Vergangenheit schön doof fand und mit dem man jetzt vielleicht oder mit der man jetzt vielleicht über Jahre am Kabinettstisch sitzen muss, und dann muss sich ja sofort die Einstellung ändern. Das Kabinett selber muss ja auch eine verschworene Gemeinschaft werden. Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist ja eigentlich eine coole Situation. Also vielleicht mit dem Spirit da reinzugehen, kann ja auch eine Energie freisetzen, und auf die setzen wir. Bemerkenswert, Frau Baerbock
wollte die Frage gar nicht beantworten oder hatte sie vergessen. Und Herrn Habeck habe ich dann streng angeschaut und er hat auf den Blick reagiert. Sehr ausführlich die Antwort. Die Tagesschau hat sogar um 20 Uhr aus dieser Antwort zitiert, natürlich verschwiegen, von wem die Frage war. Und in meinen Augen gibt er da doch ein bisschen das Gewünschte für das Reale aus, wie ich das sehe. Also, dass das eigentlich eine coole Situation ist. Naja, Sie haben die Wahl zwischen Teufel und Belzebub und das als coole Situation, sich schön zu denken, ist etwas gewagt, aber vielleicht lebt sich es auch einfacher mit der Einstellung. Kann ich schwer beurteilen. Online fragt Ulrich Schulte von der Taz, wann treffen Sie sich mit Christian Lindner? Versuch es einfach nochmal. Nice try, würde ich sagen. Hallo Herr Schulte, können wir mal probieren. Dann die nächste Frage, Herr Decker. Ja, erstmal die Frage an Sie beide. Kommt es für Sie in Betracht, Herr Laschet, zum Bundeskanzler zu wählen, unabhängig davon, wie stark die Union ist? Weil ja doch das allgemeine Urteil innerhalb der Union, aber auch außerhalb der Union vor allem, natürlich lautet, dass das Problem Herr Laschet als Person auch ist. Und deswegen die Frage an Sie, ist es für Sie vorstellbar, ihn zum Kanzler zu wählen, wenn denn die Verhandlungen so etwas nahelegen würden? Die zweite Frage an Sie, Herr Habeck, die FDP scheint in Sie besondere Erwartungen zu setzen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den man aus der Pressekonferenz mit Herrn Lindner mitnehmen kann, aber auch aus Gesprächen, die inoffiziell stattfinden. Können Sie, das scheint auch mit der Erfahrung Schleswig-Holstein zusammenzuhängen, können Sie dazu ein paar Worte sagen, wie sich Ihr Verhältnis zur FDP darstellt? Also zur ersten Frage. Herr Laschet hat ja im Wahlkampf ein paar Probleme gehabt. Das ist natürlich uns auch nicht entgangen. Auf der anderen Seite ist das Wählervotum zu respektieren. Und das heißt eben auch, dass einem in einer für die Republik neuen und so noch nicht dagewesenen Situationen, die man tatsächlich als Ära-Übergang beschreiben kann, auch nicht nur die naheliegendste Option, das ist die Ampel, die SPD hat die Nase vorn, Sie wissen, dass die Grünen und die SPD eine geschichtliche Vergangenheit haben bei allen Problemen, die es gab, dass man nicht nur diese Option sondiert und miteinander redet, sondern eben die anderen auch. Das gebietet der Respekt, finde ich, vor dem Votum der Wählerinnen und der Wähler. Es geht jetzt erstmal darum, in einer Phase, wo sich Deutschland neu aufstellt, alle Möglichkeiten auszuloten. Erweiterung der Möglichkeiten, das ist das Gebot der Stunde. Und dann, so sind ja Sondierungen zu führen, wenn man in zwei verschiedenen Konstellationen sondiert, dann sollte die Regierung entstehen, die die Möglichkeiten, gemessen an den Verhältnissen unserer Zeit, am besten nützt. Dass wir da eine gewisse Voreinstellung haben, eine gewisse Vorerwartung, das ist Ihnen jetzt nicht entgangen, denke ich. Es war der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma, der gesagt hat, es gibt Menschen, bei denen geht der Denkprozess direkt auf die Zunge als Rede und es gibt Menschen, die sagen das, was der Prozess, das Ergebnis dieses Nachdenkprozesses ist. Ludwig Thoma hat das mit der geografischen Herkunft in Verbindung gebracht, das wollen wir tunlichst unterlassen, aber das, was Herr Habeck hier sagte, hätte man eigentlich auch in zwei Sätzen sagen können, dass wir auch mit der CDU reden wollen. Punkt. Aber dann wäre es nicht so ein langes, schönes Wortmeer geworden. Wortozean könnte man fast schon sagen. Aber zu sagen, wir ignorieren alles Weitere, würde ohne Not den politischen Raum eng machen. Und da sind wir jetzt nicht. Wir brauchen eine Weiterung des politischen Raumes und das gilt abstrakt. Ich werfe mir ja selber oft genug vor, dass ich zu viel rede und zu wortreich bin, aber im Vergleich zu Herrn Habeck bin ich ja geradezu wortkarg. So, das schließt allerdings natürlich mit ein, dass die Parteien, mit denen man dann redet, auch überhaupt handlungs- und regierungsfähig sind. Und hat er das nicht am Anfang schon gesagt, dass er nur mit denen reden will, die regierungsfähig sind? Naja, vielleicht verwechsle ich etwas. Dazu passt die Frage von Hans Jessen. In der Pandemie haben wir eine Rückkehr des Staates erlebt. Wie soll eine Zusammenarbeit mit einer FDP erfolgen, die ja eher ein konträres Staatsverständnis als die Grünen hat?
Ja, das vor allem in dem Bereich, den Robert Habeck vorhin ja schon angesprochen hat. Also wenn man die alte Ideologie Markt und Staat, die sich insbesondere ja bei Fragen von Umwelt- und Wirtschaftspolitik ausdrückt, da muss man natürlich deutlich machen, wie schaffen wir die Ziele, die wir brauchen, nämlich Klimaneutralität mit Mitteln, die nicht in diesen alten Lagern verharren, sondern durch Investitionen in Innovation angetrieben ist und zugleich, und das ist ja Aufgabe von Politik, einen klaren ordnungspolitischen Rahmen setzen. Aber gerade im Bereich von Bürgerinnenrechten. Stopp. Und was ist dann mit den Bürgerrechten? Also wenn schon gendern, dann bitte in beide Richtungen. Von der Frage, was bedeutet eigentlich ein modernes Einwanderungsland im Jahr 2021, gibt es zahlreiche Schnittmengen, die wir auch zwischen Grünen und Liberalen haben. Das wundert mich jetzt etwas, weil die Grünen stehen ja eher für offene Grenzen, während die Liberalen eher dafür stehen, dass man sich aussucht, wer ins Land darf oder die Schnittmenge sein soll. Vielleicht bleibt mir etwas verborgen. Und das ist auch eine Kraft für eine neue Regierung, wo wir einen neuen Aufbruch schaffen können nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung in diesem Land, dass die gesellschaftspolitischen Fragen nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind und wir auch hier, wir in diesem Bereich, einen neuen Aufbruch schaffen können, wo gerade diese beiden Parteien auch einen neuen Impuls setzen können, auch gegen die dritte Partei in diesem Bunde. Auch da sehe ich jetzt einen gewissen Logikfehler. Denn zum einen schließt man ja nicht aus, wieder mit der CDU zu koalieren und zum anderen würde man ja ansonsten mit der SPD koalieren, die jetzt aber schon in der Regierung ist und mitverantwortlich ist für all das, von dem man sagt, dass man es überwinden will. Herr Habeck antwortete sehr klar auf die Frage, bis wann die Regierung stehen soll. Weihnachten. Also sollte die Regierung stehen. Dann, Herr Kollege, mit der nächsten Frage. Jan Date vom Bayerischen Rundfunk. Über Ihr Verhältnis zur FDP hatten Sie schon gesprochen. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu Christian Lindner? Du bist dran. So wie zu allen. Mit freundlich, nett, offen, mit Ausnahme charmant. Zu mir. Das ist besser. Charmant ist besser, ja. Hart manchmal auch. Dann die nächste Frage hier vorne, Frau Kollegin. Ja. Und können Sie noch eine überraschende Gemeinsamkeit uns erzählen, die Sie mit der FDP haben, abseits von Digitalisierung, Bürgerrecht und Cannabis? Also Christian Lindner und ich sind beide ziemlich gleich alt. Ist vielleicht nicht überraschend, aber ist eine Schnittmenge. Robert Habeck und Christian Lindner sind beides Männer, ist auch nicht so überraschend, aber Schnittmenge und wahrscheinlich essen wir alle drei gerne Eis. Ach, nee. Ja, Christian Grimm von der Augsburger. Ich wollte von Ihnen beiden wissen, wie Sie eigentlich einen zentralen Unterschied zur FDP überbrücken wollen, der bei den Staatsfinanzen liegt. Also die Grünen wollen die Investitionen in den Klimaschutz über Schulden finanzieren. Die FDP will das nicht oder sehr viel weniger. Wie kann das gelingen, dass das zusammengeht, dass man den Klimaschutz eben trotzdem gestemmt und finanziert bekommt? Das ist sicherlich eine der trennenden Positionierungen aus dem Wahlkampf heraus, völlig klar. Objektiv ist es so, dass Geld aufgebracht werden muss. Die deutsche Wirtschaft alleine, das ist noch nicht die öffentliche Hand, die öffentliche Infrastruktur, also Schulen, Kitas, Gebäude, Bahnlinien, sondern nur das, was die private Wirtschaft, die deutsche Industrie investieren muss zur Klimaneutralität, beziffert die Summe auf 2 Billionen Euro. Das ist natürlich eine grobe Schätzung, da muss man sich mal klar machen, worüber wir reden. Es können auch 100 Milliarden mehr oder weniger sein. Das sind echt gigantische Summen und Sie selber sagen, um das auszulösen, diese Investitionen auszulösen, braucht es ungefähr 10-15% öffentliche Sicherheiten, Kredite bzw. Fördermaßnahmen. Und die privaten Banken sagen, das können wir nicht stemmen, da ist zu viel Ausfallrisiko. Also stehen wir eigentlich vor einer Situation, wo entweder das Geld aufgebracht wird durch Sicherheiten, die der Staat gibt, oder es wird nicht aufgebracht. Mit der Konsequenz, dass entweder die Klimaneutralität nicht hergestellt wird, dann scheitert die Regierung. Das muss man sich klar machen, dann passiert es eben nicht. Oder es passiert an anderer Stelle der Welt und dann sind die Arbeitsplätze futsch. Das Problem ist objektiv da. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man das lösen kann, indem wir die
Schuldenbremse zeitgemäß reformieren. Das, denke ich, dürfte jetzt in diesem Raum klar sein. Wir wollen sie überhaupt nicht abschaffen. Auch aufweichen ist das falsche Wort. Wir wollen nur das verändern, was Sie aus dem privaten Bereich kennen. Wenn Sie sich eine Immobilie kaufen, ist es auch ein Wert. Auch wenn Sie sich dafür verschulden und das Haus kostet 300.000 Euro, Sie haben die 300.000 Euro ja als Haus stehen. Das Geld ist ja nicht weg. Das ist phänomenal, was Herr Habeck hier gerade macht. Sie sollten es sich eigentlich nochmal anhören. Ich erspare es Ihnen aber hier. Er sagt, wir nennen die Schulden dann einfach nicht mehr Schulden und dann sind es keine Schulden mehr. Wie beim Hausbau. Er sagt, das sind ja, man hat ja Sicherheiten da. Dann wären ja die ganzen bisherigen Staatsschulden überhaupt keine Schulden, weil der Staat ja immer die Sicherheit hat. Im Zweifelsfall hat er als Sicherheit die Geldpresse. Also das ist in meinen Augen Wirtschafts- und Finanzpolitik auf der Ebene von Milchmädchen. Und was er faktisch hier eben will, durch Geld drucken, durch staatliche Kredite die Klimapolitik finanzieren. Aber wir haben ja Häuser, wir haben ja den Rückhalt. Na, das kann wirklich lustig werden bei den Koalitionsgesprächen. Da wünsche ich Herrn Lindner viel Vergnügen. Dann, Frau Kollegin. Sarah Frei vom Tagesspiegel. Ich würde gerne wissen, ob Sie seit gestern Abend schon einmal mit Armin Laschet auch telefoniert haben und wenn ja, ob er Ihnen ein konkretes Angebot gemacht hat und wenn ja, was? So wenig, wie wir über die Telefonate mit anderen Herren sprechen, sprechen wir auch nicht über solche Fragen öffentlich. Auf gut Deutsch, wir machen Politik im Hinterzimmer. Eigentlich genau das, wogegen die Grünen irgendwann einmal angetreten sind in ihrer Anfangszeit. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Also während des Wahlkampfes, ich habe so verstanden, dass Sie wollen die Klimaneutralität finanzieren durch die Bekämpfung der Finanzkriminalität. Sie haben, Herr Habeck, von den Leuten, die Geld verdienen außerhalb des Finanzamts, haben Sie ungefähr so gesagt. Und Sie, Frau Baerbock, während des Trails, Sie wollen auch für konsequente Bekämpfung der Geldwäsche. Es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel die Schwarzarbeitbekämpfung, also die Leute von FKS, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, reden, dass sie arbeiten stichprobenmäßig. Viele Milliarden gehen verloren. Meine Frage, wie schaffen Sie das mit Herrn Olaf Scholz, die alle diese Fehler nicht sieht? Also meine Zeitung heißt Kriminalitätszeitung. Ich war bei ihm im Ministerium und er kennt sich nicht gut mit Finanzkriminalitätsbekämpfung, geschweige denn die Finanzskandale von Cum-Ex und Wirecard und so. Wie schaffen Sie das mit Herrn Olaf Scholz? Ja. Ja. Dass es da Defizite gibt, das haben wir, wie Sie ja gesagt haben, in den Triellen Robert Habeck deutlich auch immer zuvor deutlich gemacht. Was die ganze Zeit über deutlich wurde, und Sie können auch die Gesamtfassung dieser Pressekonferenz auf dem Kanal reitschusterleerzeichen.de ansehen, Klima, Klima, Klima über alles. Und hier kommt es jetzt noch einmal, also selbst die Wirtschaftspolitik macht Frau Baerbock völlig vom Klima abhängig und sie sagt dann auch, das sei eigentlich das Beste, was passieren könne. Ja, in meinen Augen etwas realitätsfern. Es ist nicht mehr nur eine Frage der Klimapolitik, sondern es ist die essentielle Frage für den Industriestandort Deutschland, was ja eigentlich auch eins der zentralen Interessen von der FDP ist, diesen Industriestandort zu stärken und damit den Wohlstand in unserem Land zu sichern. Aber jetzt wechseln wir zur nächsten Pressekonferenz, auf der es vor der Kamera teilweise recht heftig herging. Und zwar nicht nur, weil die auf dem Podium von den Journalisten angegriffen wurden, sondern weil die sich auch gegenseitig ärgerten. Die Bundespressekonferenz mit der AfD. Schauen Sie kurz rein. Zur Wahrheit gehört freilich auch, und das darf man sich nun wirklich nicht schönreden, dass wir erhebliche Stimmenverluste haben. Wenn man sich die Wählerwanderungen anschaut, dann haben wir an die SPD 260.000 Wähler verloren, an die FDP 210.000, sogar an die Grünen 60.000, an andere 180.000. Und selbst an die Union, die ja ein historisches Debakel erlebt hat, haben wir 80.000 Stimmen verloren. Das heißt, wir haben in alle Richtungen, außer der Linken, von denen wir eine Zuwanderung haben, von 90.000 Stimmen verloren. Wir sind im Westen nirgends über die 10% gekommen, im Osten nur noch in zwei Ländern über 20%. Wir haben bei dieser Wahl, das gilt es nicht zu beschönigen, knapp 20% unserer Wähler verloren. Absolut sind das fast 900.000. Wir haben in Landtagswahlen, die ja auch zu erwähnen sind, verloren.
und zwar in allen Landtagswahlen dieses Jahres und nun bei der Bundestagswahl auch Stimmenverluste. Dem stehen freilich die positiven Effekte des Wählerstamms von rund 10% entgegen. Unter dem Strich wird man das als Erfolg nicht vermelden können. Versuche sich das in einer Art von Altparteienmanier schönzureden, darf es bei uns nicht geben. Wir haben als Parteimotto Mut zur Wahrheit und dazu gehört dann eben auch, die Dinge nicht schönzureden. Wir sind angetreten, um die Politik in Deutschland zum Positiven zu wenden. Das ist unser Anspruch, an dem wir auch festhalten. Und das gelingt mit den Wahlergebnissen, die wir derzeit haben, nicht. Wir müssen uns dann fragen, wie kann das geschehen? Was hat sich da zugetragen? Denn wenn man sich vor Augen führt, dass die Union sehr, sehr krass verloren hat, dann hätte eigentlich jeder gesagt, naja, die neue konservativ-freiheitliche Kraft, die AfD, die müsste dann eigentlich einen Schub bekommen. Stattdessen haben wir noch Stimmen an die Union abgeben müssen. Das ist unerfreulich. Sie konnten nun leider nicht sehen, wie Herr Chrupalla neben Herrn Meuthen hier teilweise mit den Augen rollte. Wir haben im Wahlprogramm, wie sicherlich auch im Spitzenkandidaten-Duo, unsere Kernklientel und wie ich finde, das ist ausgezeichnet gelungen, bedient. Wir haben die wirklich erfolgreich bedienen können. Diese Gruppe konnten wir zu 100% abrufen. Das sind die 10,3%, die wir haben. Zugleich gehört zur Wahrheit, dass es uns nicht gelungen ist, neue Wählerschichten zu erschließen, was ich immer anmahne, dass wir das tun müssen, um wirklich politisch erfolgreich zu arbeiten. Und dann werden wir eben auch über Komponenten des Wahlprogramms reden müssen, ob es wirklich klug war, in das Wahlprogramm zum Beispiel eine Dexit-Forderung reinzuschreiben. Das hat der Bundesparteitag so entschieden und dann ist das so. Es ist von mir bekannt, dass ich das sehr skeptisch gesehen habe, ebenso wie Alexander Gauland übrigens. Ich glaube, dass man damit sehr stark die eigene Blase bedient, aber erhebliche Akzeptanzprobleme außerhalb der Blase hat. Und das auch hier gibt es wieder ein starkes Augenrollen auf dem Nebenblatt. Das hat Gründe, die wir analysieren müssen und die werden wir auch analysieren. Die Gründe in medialer und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu suchen, halte ich persönlich für zu kurz gegriffen, deshalb, weil wir das schon immer haben. Ich werde weg, der israelischen Tageszeit in Israel Hayom. Der Zentralrat der Juden hat gestern Abend eine Erklärung veröffentlicht, in der steht, und ich zitiere, das zweistellige Abschneiden der AfD in Bund und in Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutliches Signal, dass der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verstärkt werden muss. Es muss das Ziel aller Demokraten bleiben, die AfD aus dem Bundestag und aus allen Landesparlamenten zu verbannen. Wie reagieren Sie auf diese Kampfansage? An wen richtet sich die Frage? Ja, ich kann es kurz machen, wenn ich auf die Frage antworten soll. Diese Aussage muss ich strikt zurückweisen. Wir sind in keinster Weise eine rechtsradikale Partei oder sonstige Vorwürfe. Schauen sich unsere Initiativen im Deutschen Bundestag an, in welche Bereiche die auch, was Israel-Politik angeht, gegangen sind, auch was Antisemitismus angeht, was insgesamt Extremismus angeht. Also von daher ist es eigentlich klar widerlegt. Die nächste Frage, Herr Kollege. Frau Weidel, Jörg Meuthen hat Ihnen beiden als Spitzenkandidaten-Duo jetzt lang und breit erklärt, warum Sie die Wahl mehr oder weniger in den Sand gesetzt haben. Das scheint nicht so richtig abgesprochen gewesen zu sein zwischen Ihnen, zumindest fühlt sich das hier nicht so an. Inwiefern halten Sie das eigentlich für angebracht, was da hier gerade passiert? Herr Kollege, lassen Sie die Maske beim Fragesteller noch auf. Danke. Ja. Das hat er mir zuliebe gemacht, dass man ihn auch verstehen kann. Das war zum ersten Mal, dass hier auf dem Podium sich jemand eine Spitze erlaubt gegen diese in meinen Augen extrem merkwürdige Vorschrift, dass Journalisten selbst beim Reden die Maske nicht abnehmen dürfen, während sie die vorne auf der Bühne die ganze Zeit nicht tragen. Und es führt tatsächlich dazu, dass man vieles einfach schlecht versteht, aber das wird ignoriert. Herr Schmidt, Sie stellen genau die richtige Frage und Sie werden auch Verständnis dafür haben, dass ich sie hier und heute nicht beantworten kann. Manchmal sagt eine Nichtbeantwortung mehr als die längste Antwort. Der Haussegen hängt wirklich schief. Ich werde Sie so nicht beantworten hier in der Öffentlichkeit. Ja, dann würde ich Herrn Meuthen gerne fragen, wenn ich eine Antwort später. Frau Weidel sagte, unsere Analyse, da schauen wir jetzt und am Ende machen wir das halt vielleicht auf dem Parteitag.
Das ist doch quasi eine direkte Drohung, dass man sie auch nicht mehr wählen würde. Ich glaube, dass wir heute überhaupt nicht hier über den Parteitag zu reden haben, der im Dezember stattfinden wird, sondern wir machen heute eine Analyse der Bundestagswahl. Da haben wir zu Teilen unterschiedliche Einschätzungen über das Wahlergebnis, das aber empirisch für alle gleich ist. Und dann werden wir das in den Gremien diskutieren. Und im Übrigen bin ich kein sonderlich furchtsamer Mensch, aber Herr Schmidt, das wissen Sie. Richtig. Herr Jessen fragt online, bedauern Sie, dass Hans-Georg Maaßen als Unionskandidat mit Nähe zur AfD kein Direktmandat errungen hat, oder sagen Sie, im Zweifel geben die Wähler ihre Stimme dann doch dem Original, also der AfD? Eine kleine Framing-Spitze vom Team Jung und Naiv gegen Herrn Maaßen, obwohl der hier gar nicht anwesend ist. Ich kann dazu kurz antworten, Jörg, wenn du dann ergänzen möchtest. Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Ja, die Wähler haben entschieden und wahrscheinlich haben die Wähler in diesem Wahlkreis auch einen Kandidaten gewählt, der dort regional verwurzelt war. Vielleicht muss man auch das mal analysieren. Es ist, denke ich mal, schickt sich sowieso generell nicht, dass egal durch welche Interessen Kandidaten in Wahlkreise gesetzt werden, in denen sie eigentlich noch nie zu Hause waren, in denen sie keinen regionalen Bezug haben. Und das hat der Wähler auch in diesem Wahlkreis in Thüringen gotiert und das muss man einfach anerkennen. Und von daher, wir machen für unsere Kandidaten Wahlkampf und die CDU für ihre. Erste Frage, Frau Weide, freuen Sie sich auf Olaf Scholz als Bundeskanzler und werden Sie als Fraktionsvorsitzende versuchen, ihn aus dem Konzept zu bringen und zu einer emotionalen Reaktion zu bringen, was ich für schwierig halte? Gut. Zu Ihrer ersten Frage, also Olaf Scholz heißt ja nicht umsonst oder hieß ja nicht umsonst der Teflon-Kandidat. Ich war wirklich erstaunt, dass jemand, der so viele Flecken auf seiner Weste hat, so unbeschadet auch medial da durchkommt. Das hat mich wiederum nicht erstaunt, weil er in der richtigen Partei ist und weil die meisten Medien bei einem Kandidat in dieser Partei alles unter den Teppich kehren würden. Da könnten wohl noch viel mehr Skandale da sein. Hauptsache, er ist ideologisch geprüft und auf der richtigen Seite für das Gute gegen Rechts. Wirecard hat er gewusst, Durchsuchungen im Finanzministerium, Camex, dieser ganze Spenden- und auch Steuerkomplex um die Warburg Bank. Das sind alles solche Dinge, ja dann das totale Versagen auch als Bürgermeister in Hamburg, als die ganze Stadt da in Schutt und Asche gelegt wurde. Das sind natürlich alles so Punkte, wo man sich fragt, wieso wurde das eigentlich nie thematisiert bei dem Mann? Der nächste Fragesteller ist Herr Reitschuster. Ja. Während des Wahlkampfes haben sich Kandidaten von Ihnen beklagt über massive Behinderungen, es ging bis zu körperlichen Attacken. Sie haben das heute überhaupt nicht erwähnt. Das ist für mich jetzt ein bisschen ein Widerspruch. War es gar nicht so schlimm, weil Sie es nicht erwähnt haben? Oder, also klären Sie den Widerspruch vielleicht. Es ist, ja, ich kann nicht kurz sagen, es ist jetzt kein Widerspruch. Natürlich gab es diese Attacken und ich bin auch, das will ich jetzt auch nochmal vielleicht im Nachtrag, auch, um das zu verdeutlichen, sagen, bin auch trotzdem froh, dass wir weitgehend mit unseren Mitgliedern, auch mit unseren Kandidaten, dass sie alle gesund geblieben sind. Natürlich gab es diese Angriffe, die wir natürlich auch rechtsstaatlich verfolgen lassen, das ist richtig. Und wir müssen ja auch mal schauen, auch die mediale Berichterstattung, auch die muss man ja mal analysieren. Hier wurde ja eine Kanzlerkandidatin der Grünen gehypt, über Wochen auch von den Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, die mittlerweile mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht mehr einhergeht, was auch nicht mehr abgespiegelt und abgebildet wurde. Wenn ich sehe den Abstand zwischen AfD und den Grünen. Also wenn uns als damalig noch größte Oppositionspartei der gleiche Raum zur Verfügung stünde, dann hätten wir Ergebnisse von 18-20%. Also auch das muss man ja mal sehen. Wir hatten ja kaum Möglichkeiten, überhaupt unsere Programmatik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu thematisieren und zu diskutieren. Selbst in den Runden, in denen wir eingeladen waren, ging es ja kaum inhaltlich zur Sache, sondern es ging nur personell zur Sache. Also das muss man auch ein Stück weit mit erleben und mitsehen. Und das kritisiere ich auch. Aber ansonsten haben Sie natürlich recht. Wir hatten einen doch harten Wahlkampf, aber insgesamt war er nicht so hart wie der 2017, was die Gegenwehr anging, was Antifa anging. Das hat sich schon verringert. Also wir haben uns schon ein Stück weit etabliert in der deutschen Parteienlandschaft. Auch das muss man positiv sehen. Zusatz? Herr Meuthen hat gesagt, sinngemäß, ich würde nicht behindern, man darf nicht die Stigmatisierung verantwortlich machen. Sind Sie sich da einig oder gibt es da einen Widerspruch? Ja, eine Frage an Sie drei zusammen auf dem Podium. Sie haben jetzt alle dargestellt, eigentlich auch in der Pressekonferenz, dass der
innerpartei alle für Streit, weil es um Personal, weil es um Themen keine der Gründe gewesen ist, dass es für die Verlustverwaltung war. Heute ist nochmal klar geworden, dass sich dieser Streit nahtlos fortsetzt. Vielleicht an Herrn Pupalla und Herrn Reutung zuerst die Frage: Sie beide an der Parteispitze, wie gedenken Sie eigentlich, diesen Streit aufzulösen? Dass das inhaltlich schwierig wird, das ist ja heute nochmal deutlich geworden, muss dann möglicherweise eine personelle Lösung her. Muss es also so sein, möglicherweise, dass einer von Ihnen, die Arbeit von Herrn Reutenschlichter, im Dezember bei den Parteitagen dann möglicherweise nicht mehr kandidiert, um diesen Streit aufzulösen? Ja, da kann ich Ihnen darauf antworten. Damit fangen wir jetzt am besten gleich an, dass wir genau diese Dinge, auch was personelle Angelegenheiten angeht, eben intern klären. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ich kann dem relativ wenig hinzufügen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich es in einer noch immer relativ jungen Partei allzumal für normal halte, dass es inhaltliche, ich betone inhaltliche, Richtungsfragen gibt, die ausdiskutiert werden müssen und dass sich Streit mit anständiger Diskussionskultur ausgetragen für etwas Elementares in der Demokratie halte. Wenn alle eine Meinung hätten, hätten wir keinen Streit, aber in einer solchen Gesellschaft wollte ich nicht leben. Und die letzte Frage, Herr Jung. Und die geht schnell. Was schätzen Sie an Herrn Reutung? Er ist ein Charakterkopf. Ich habe immer sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Aber zukünftig nicht mehr, haben Sie richtig verstanden? Ach, es kommt auf Herrn Meuthen an. Das wird morgen sein. Ob er nochmal antritt oder nicht. Also ich schätze Jörg Meuthen sehr, also muss ich sagen. Wir sind jetzt seit 2015 gemeinsam im Bundesvorstand. Wir kennen uns, glaube ich, auch ganz gut. Und dementsprechend gibt es da gar nichts zu beanstanden. Treten Sie überhaupt nochmal an, oder überlassen Sie das? Ich habe schon mehrfach die Frage beantwortet in den letzten Tagen. Und zwar derart, dass ich sie derzeit nicht beantworte. Das ist jetzt eine Analyse der Bundestagswahl. Ob ich antrete oder nicht antrete für die Bundessprecherposition, werde ich in näherer Zukunft bekannt geben. Aber sicherlich nicht in dieser Woche. Die anderen beiden sagen ja offenbar, lassen Sie es sein. Erstaunlich, die offizielle Regel, eine Frage, eine Nachfrage, scheint nicht für alle Mitglieder der Bundespressekonferenz zu gelten und Herr Jung hat offenbar das Recht, so lange nachzufragen, wie es ihm beliebt. Habe ich jetzt so nicht gehört. Wenn ich antrete, dann ist das meine Entscheidung und dann müssen die Delegierten darüber befinden. Dankeschön für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Jung. Herr Meuthen, Ihre Aussage gerade wurde noch belächelt von Ihren Kollegen neben Ihnen. Verdammt, hat man sich auch nicht bei Ihnen. Halten Sie sich eigentlich noch für einen guten, fähigen Parteivorsitzenden? Frau Weide, Herr Rupala, ich rechne die Annahme, dass Sie mit Herrn Meuthen eigentlich nichts mehr zu tun haben möchten. Ach, lieber Herr Jung, ich glaube, wenn man eine Personaldiskussion führt nach einer Wahl, dann führt man die nicht über den Parteivorsitzenden, sondern über das Spitzenpersonal der Wahl, wenn man denn eine solche Diskussion führen möchte. Vielleicht ganz kurz, Herr Jung, auf Ihre Frage. Nein, Sie gehen nicht recht in eine Annahme. Bei dem können Sie sich Ihren Faschisten Höcke als nächsten Parteivorsitzenden vorstellen? Alice, du bist gefragt worden. Nochmal bitte. Ob Sie sich den Faschisten Höcke als Parteivorsitzenden vorstellen können? Ich antworte auf die Frage nicht, weil sie unseriös ist. Nächste Frage. Eine Frage, warum haben Sie sich denn nicht bei Herrn Meuthen mit bedankt? Und die nächste Frage ist, es ist ja jetzt ein bisschen unklar geblieben, wie die Partei jetzt weiter agieren möchte, um diesen Wachstumskurs einzuschlagen. Herr Meuthen, Frau Weide, welche Antworten finden Sie denn auf die Frage, wieder auf den Wachstumskurs zurückzukommen? Also erstmal habe ich mich spezifisch bei Tino Chrupalla bedankt, weil ich mit ihm seit 4 Jahren bereits im Fraktionsvorstand zusammenarbeite. Herr Chrupalla ist ja Vizevorsitzender mit einer sehr verantwortungsvollen Position.
ist seit fast 2 Jahren Bundessprecher, hat gemeinsam mit mir den Wahlkampf gemacht und das hat unwahrscheinlich gut geklappt und darum auch der ausdrückliche Dank an Tino Chrupalla, weil er ja unterstützend im Wahlkampf gewesen ist. Und das andere ist, das habe ich Ihnen dargelegt, das werden wir intern besprechen. Und ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lassen lasse von niemandem. Wir arbeiten auch im Bundesvorstand gemeinsam zusammen und wir treffen sehr viele gemeinsame Entscheidungen, sehr oft einstimmig. Die internen Fragen, wie die Vertrauensverhältnisse persönlicher Natur sind, die, glaube ich, wird niemand von uns dreien Ihnen hier in der Bundespressekonferenz ausbreiten. Ich jedenfalls werde das sicherlich nicht tun. So, und jetzt kommen wir noch kurz zur Bundespressekonferenz mit der linken Partei. Voilà. Welso, Herr Bartsch, haben Sie schon mit Sarah Wagenknecht telefoniert und planen Sie die künftig noch besser einzubinden? Danke. Frau Wittner natürlich auch, Entschuldigung. Also ich habe gestern mit Sarah Wagenknecht kommuniziert. Wir haben heute noch nicht gesprochen. Sie können sich vorstellen, dass unsere Tage gestern relativ eng getaktet waren. Und natürlich werden wir in der morgigen Fraktionssitzung alle miteinander reden. Sarah Wagenknecht war Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Natürlich haben wir auch gestern miteinander geredet. Sie hat leider auch in Nordrhein-Westfalen nur 3, etwas erzielt. Aber sie wird in unserer Fraktion sein und wir werden gemeinsam, ich betone das, so wie im Wahlkampf, gemeinsam für die Stärkung der Linken und für einen neuen Aufbruch kämpfen. Ich hab nichts hinzuzufügen. Also morgen wird sich die Fraktion treffen und dann werden wir das gemeinsam diskutieren und auswerten. Zusatz? Frau Henning-Welso, Sie haben gesagt, die Partei muss sich neu erfinden. Wie viel Sarah Wagenknecht wird in dieser Neuerfindung sein, nach Ihrem Gusto? Na, ich habe ja auch gesagt, dass es ein Komplex aus Ursachen gibt, was keine Ein-Punkt-Theorie sein kann, warum wir da stehen, wo wir sind. Das bedeutet auch, dass wir jetzt erstmal jeden Stein, der uns als Partei Die Linke politisch, strategisch, taktisch, kommunikativ, was die Verankerung angeht, was unsere Struktur angeht, umdrehen werden. Und das bedeutet jetzt nicht, Antworten zu haben, wie wir weitermachen, sondern das ist, wenn wir sagen, wir wollen unsere Partei neu erfinden, bedeutet es das. Das bedeutet nicht, dass ich heute um 10.45 Uhr nach dem gestrigen Abend eine Antwort darauf habe. Die nächste Frage, Herr Mühle. Durchsicht des Materials hat mir geholfen zu sehen, wie schnell man zu falschen Einschätzungen kommt, weil ich mich schon ärgerte oder mich fragte, warum Herr Jung bei der AfD 2 Fragen stellen durfte, 2-mal dran kam und jetzt wurde mir wieder klar bei den Linken, dass es bei mir dort genauso war, dass ich dort 2-mal dran kam. Ich durfte nicht mehrfach nachfragen, ich habe es aber auch gar nicht versucht. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, bevor man Dinge verallgemeinert und hier also keinerlei Vorwurf gegen die Versammlungsführung hatte ich aber Gott sei Dank auch nicht erhoben. Jetzt meine 2. Frage an die Linke, die der nicht sonderlich gefiel. Und der letzte Fragesteller, Reitschuster. Im Verfassungsschutzbericht werden 4 Strukturen der Linken als extremistisch geführt. Glauben Sie, dass diese Extremisten in Ihrer Partei nicht Wähler abgeschreckt haben? Und wie wollen Sie mit diesen Extremisten in Ihrer Partei umgehen? Danke. Also ehrlich gesagt, ich antworte darauf sehr gern, weil ich möchte darauf verweisen, dass derjenige, der am häufigsten in Verfassungsschutzberichten stand, ich bin. Also über viele Jahre hatte ich immer also eine besondere Verankerung, in diesem jetzt nicht mehr. Und bis 2014 war auch ich einer derjenigen, die vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind von Herrn Maaßen. Und erst als ich dann in das Überwachungsgremium des Bundestages, welches die Geheimdienste überwacht, wurde das eingestellt und durch unsere Klagen. Ich finde das ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, dass das überhaupt stattfindet. Und wir werden weiterhin mit aller Konsequenz dagegen kämpfen, dass Die Linke überhaupt im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Ich finde das schräg. Und bei uns ist die Position ganz klar, was Extremismus betrifft, wenn ich jetzt Ihre Wortwahl aufnehme, hat bei uns keinen Platz. Punkt.
Dann sind wir am Ende. Eine Zusatzfrage? Nachfrage, genau. Also wenn Sie das jetzt durchlesen, weswegen diese Strukturen als extremistisch eingestuft werden, dann ist das ziemlich heftig. Andere Gesellschaftsordnung und dergleichen. Irrt sich da der Verfassungsschutz gewaltig oder haben Sie da ein Problem? Der Verfassungsschutz irrt sich gewaltig. Eine andere Gesellschaft, also das sage ich auch hier in der Bundespressekonferenz, unser programmatisches Ziel ist der demokratische Sozialismus. Wer das als extremistisch einschätzt, der kann das tun, steht im SPD-Programm auch. Also ich glaube, dass hier leider ein Stück weit instrumentalisiert wird. Wir haben das wirklich auf dem Klagewege ja mehrfach überprüfen lassen und gewonnen, weil Abgeordnete, der damalige Abgeordnete Bodo Ramelow war noch in der Überwachung, da war er schon Ministerpräsident. Da sehen Sie mal, was für ein Irrsinn dort veranstaltet wird. Es gab dann noch eine Bundespressekonferenz mit den Wahlforschern, unter anderem Infratest, DIMAG und die Forschungsgruppe Wahlen, ARD und ZDF. Da wurde noch sehr viel über die Hintergründe geredet, zum Beispiel darüber, dass die Jungwähler vor allem FDP und Grüne wählen, sehr überraschend, also auch FDP, nicht nur Grüne. Und ich fragte da noch nach den sonstigen Parteien, warum so wenig über die gesprochen wurde, warum die, obwohl sie 8% hatten, kaum vorkamen, zum Beispiel die Freien Wähler mit 2,5% und die Basis mit 1,5% waren es, glaube ich. Und Herr Jung antwortete da, das sei eben zu unwichtig und es gäbe feste Kriterien, erst ab 3% würde erwähnt und das sei eben nicht der Fokus an so einem Abend. Leider ist diese Szene nicht aufgezeichnet und ich habe auch diese BBK heute von RTL nicht aufgekauft, weil das sonst etwas zu weit geführt hätte. Ja, das war mein Bericht heute von der Bundespressekonferenz. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht in diesem Land. Ich fand es interessant, hier dem zu folgen. Schade, dass die CDU nicht hergekommen ist und auch die SPD. Das Wahlergebnis als solches will ich jetzt nicht noch einmal groß kommentieren. Habe ich ja schon gemacht. Sieger in meinen Augen Merkel, weil sie noch eine ganze Weile dran bleibt und sich lange nicht einigen wird. Und die Medien, die eigentlich die SPD und natürlich auch die Grünen hochgeschrieben haben. Verlierer die CDU und da hat ein Kollege hat das sehr böse geschrieben gegen die CDU, wird ja ausgeteilt von den Kollegen, der erinnere an den Ritter aus dem Film Die Ritter der Kokosnuss, dem schon die Hände abgeschlagen sind, die Füße, alles, der sich gar nicht mehr bewegen kann und der dann sagt, unentschieden, unentschieden, unentschieden. Also Armin Laschet, so wird hier kolportiert, ein schlechter Verlierer, aber wer weiß, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich habe ganz viele Kommentare zu der Wahl auf meiner Seite, auch einen Videokommentar, schauen Sie da rein. Klicken Sie, lassen Sie ein Abo da, empfehlen Sie weiter, unterstützen Sie, damit wir auch die Aufnahmen aufkaufen können. Alles Gute, danke, nicht unterkriegen lassen. Auch nach der Wahl geht die Welt weiter. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage der Reitschuster. So, und als Backup noch. So, und als Backstage noch einen alten russischen Witz. Sie werden vielleicht nicht gleich erschließen, warum ich den hier bringe. Und die Russen waren ja berüchtigt in der Sowjetunion dafür, dass alles Militär war und dass man das auch immer verheimlichte. Und ein Arbeiter beklagt sich, er sagt, so viel ich nicht stehle aus meiner Nähmaschinenfabrik, so viel Ersatzteile ich nicht heimlich mit nach Hause nehme, wenn ich sie zu Hause zusammenbastle, kommt immer eine Kalaschnikow heraus. Weil es natürlich in Wirklichkeit was anderes war. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl bei den Wahlen gestern, was die Menschen nicht wählen, egal was man macht, man bekommt immer diesen links-grün-rosa-lila politischen Einheitsbrei. Und selbst die Wahlforscher haben das ja heute gesagt, so groß seien die Unterschiede ja nicht mehr zwischen den Parteien. Sie haben die AfD und die Linke ausgenommen, weil ich selbst die Linke nicht so sehr da ausnehmen würde. Das war heute Herr Jung, hat das, glaube ich, gesagt, von der Forschungsgruppe Wahlen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Dazu habe ich auch einen Artikel auf der Seite, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, Merkels Triumph, lesen Sie den, sonst komme ich hier wieder ins Erzählen und ich soll ja Schluss machen, weil das ja das Backstage ist. Also Grüße hier aus der Bundespressekonferenz. Alles Gute, danke, ciao und entschuldigen Sie die etwas Unausgeschlafenheit, weil ich, wie gesagt, noch bis tief in die Nacht, fast in den Morgen gearbeitet habe und dann in der Früh ging es schon los. Hier in der Stadt dann noch ein bewegendes Erlebnis. Da
saß ich noch an einem Tisch draußen und dann haben mich Musiker erkannt, wie sich herausstellte, haben mir solche Getränke gebracht und sind Musiker aus einem Theater hier, ich sage nicht welches, fleißige Leser, und die müssen jetzt viel früher raus, weil sie fast täglich einen Test machen müssen. Aber das hat uns zusammengeführt, war sehr, sehr angenehm, das Gespräch, und menschlich sehr aufbauend und motivierend. Grüße aus Berlin, alles Gute, danke, ciao.